Nachdem es Ministerpräsident Benjamin Netanyahu nicht geschafft hatte, nach den Wahlen vom April eine neue Regierungskoalition zu bilden, haben die Abgeordneten in Israel für die Auflösung des Parlaments und vorgezogene Neuwahlen gestimmt. 74 Parlamentarier votierten dafür und 45 dagegen, im September Neuwahlen abzuhalten. Netanyahu sind Neuwahlen lieber, als dass ein anderer Politiker mit der Regierungsbildung beauftragt wird. Wir werden einen Wahlkampf mit klaren, scharfen Botschaften führen, der uns zum Sieg führen wird. Wir werden gewinnen und die Leute in Israel werden gewinnen. Dem amtierenden Ministerpräsidenten war es nicht gelungen, sich innerhalb der gesetzten Frist mit streng religiösen Koalitionspartnern zu einigen, da auch orthodoxe Juden in Zukunft Wehrdienst leisten sollen. Netanyahu macht den ultrarechten ehemaligen Verteidigungsminister Lieberman für das Scheitern verantwortlich. Lieberman hatte das neue Wehrdienstgesetz zur Priorität erklärt.